Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Wir spielen weiter Elex. Und ja, beim letzten Mal bin ich ja grandios an meiner Quest gescheitert. Dementsprechend versuchen wir die dieses Mal natürlich erstmal noch nicht wieder. Und dann hattet ihr mir ja in die Kommentare geschrieben, darum hatte ich ja gebeten, mir mal zu sagen, ob es in Goliath einen Kampflehrer gibt. Den gibt es wohl, wie ihr geschrieben habt. Allerdings muss ich dafür erst den Mörder richten. Das werde ich vermutlich erstmal noch nicht schaffen. Aber nun gut. Außerdem habt ihr geschrieben, dass es noch zwei Anführer gibt in Goliath. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal suchen müssen, bevor ich dann weitermache. Aber jetzt wollte ich gerade... Schlechter Zeitpunkt. Was? Schlechter Zeitpunkt. Was soll ich denn hier... Hä? Da ist nichts mehr zu machen. Ach so, versucht er sie zu looten? Kann das sein? Das klingt fast so, als wollte er die looten. So. Ich möchte dieses Mal in die Stadt reingehen. Weil da gibt es ja auf jeden Fall noch... Also da muss ich ja für die Haupt... Für die Quest von meinem... von Ragnar hin. Nein. Zu weit nach vorne gedrückt. Außerdem kann ich ja hier irgendwie für den Kollegen noch Sachen holen. Oh shit, okay. Alles klar, da komme ich schon mal nicht hoch. Dann gehen wir wohl doch den richtigen Weg. Habe ich eigentlich die richtige Quest markiert? Ne, habe ich aktuell nicht. Was habe ich denn? Ach ne, ich habe immer noch die Waffenquest hier. Das bringt mir allerdings aktuell nichts. Ich wollte eigentlich... Doch, Edan ist richtig. Das hier. Habe ich es markiert? Ja, habe ich. Das wollte ich machen. Ich weiß nicht, wie sehr die da drauf stehen werden, wenn ich hier gleich seitlich reinfliegen sollte. Aber wenn ich das hier gerade richtig sehe, ist hier eh eine Kuppel drum. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier wirklich eine Kuppel drum ist oder ob das nur so aussieht. Ich glaube, hier ist eine Kuppel drum um die Stadt. Dass man eben nicht einfach reinfliegt. Ah gut, das werden wir gleich sehen. Erstmal gucken wir mal kurz, was es mit diesem Turm hier auf sich hat. Ah, hier sind Dietriche. Ja, natürlich ganz nett. Warum hängt da drüben ein Bild von einer Katze? Warum? Alles klar. Achso, jetzt soll ich die Waffe wieder wegstecken. Okay, also die Stadt ist scheinbar an eine alte Stadtmauer gestellt worden oder so. Weil hier stehen ringsrum, stehen hier noch Türme. Und gut, und wenn ich mir die Wand hier angucke, entspricht das, glaube ich, auch noch so ziemlich dem, was es mal war. Wo ist denn hier der Eingang, bitte? Wo ist da hinten? Oder? Oben rein will ich ja gar nicht. Aber ich will jetzt auch nicht ganz nach unten gehen, um hier in die Stadt reinzukommen. So. Hi. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Okay. Wo bekomme ich die her? Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Okay. Das hilft mir jetzt aber, also wenn ihr mich hier auf gar keinen Fall reinlasst, dann bringt mir das ja auch nichts, mich mit denen zusammenzuschließen. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst,
Elexe Torkalax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Okay, das wird vermutlich der sein. Ich hab den Namen, weiß ich nicht mehr. Der stand wahrscheinlich am Anfang bei einer der Gesprächsoptionen. Aber das wird vermutlich der sein, der uns da runtergeholt hat. Was übrigens eigentlich ziemlich geil aussieht, ist das hier, wie die Dinger hier wehen. Das finde ich echt cool gemacht. Das Problem ist, dass dann hier zum Beispiel das Schwert durchklippt und bei mir klippt hier die Kette durch. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten sieht die Bewegung von dem Ding echt cool aus, muss ich sagen. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Ja, nee, nicht ganz. Das ist nicht ganz der Grund. So, muss ich tatsächlich in die Stadt rein? Oder ist meine Quest damit erfüllt? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das hier erfüllt ist oder nicht. Nee, der Punkt ist noch hier. Dann wird das noch nicht erfüllt sein. So. Hier war ich in der Beta tatsächlich. Fällt mir gerade mal so auf. Moment, wo war... Ich wollte gerade sagen, hier gab es irgendwo einen Portpunkt. Daran konnte ich mich erinnern. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. What? Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Wo? Hä? Kleine Farm? Ich habe noch irgendeinen Teleporter entdeckt. Hier! Holy shit! Okay. Mache ich das gerade mal eben? Interessiert mich das, was da ist? Eigentlich schon, oder? Irgendwie interessiert mich das schon. Außerdem sind da vorne schon wieder Alps unterwegs, mit denen ich mich im Zweifel zwar nicht anlegen möchte. Also, machen wir das doch einfach mal. Aber nur mal, um zu gucken, was da ist. Das Ding hier habe ich eben aktiviert, okay. Seid ihr... Oh Gott, du da links bist doch bestimmt feindlich, oder? Wobei, Moment, ich gehe jetzt erstmal in die Richtung hier. Weil da ist prinzipiell mein Questpunkt. Ich bin gespannt... Holy shit. Alter. Also allein vom Gebiet her sieht es hier unglaublich gefährlich aus und ich weiß nicht, wie gut es ist, dass ich hier bin. Halt, Fremder. Keinen Schritt weiter. Du betrittst den heiligen Boden Kalans. Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. Na toll, ich komme in die eine Stadt nicht rein, ich komme hier nicht rein. Wie soll ich denn die Berichte besorgen? Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Okay. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Okay, das heißt vermutlich, weil ich will ja nicht bei den Klerikern aufgenommen werden, brauche ich wahrscheinlich so einen komischen Handelsausweis. Das hier werde ich gar nicht erst versuchen, er wird mich nicht für 80 Splitter reinlassen. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Das ist ja toll. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Wie werde ich von einem Suggestor auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören.
Ja, und eben das ist genau das, was nicht der Fall ist. Denn, ja, ich will ja eigentlich zu den Berserkern. Ich will ja gar nicht zu einem anderen Volk. So, rede ich mal mit ihm hier. Vielleicht ist er ja ein Händler oder so. Guck mal, wer ist Levin? Bist du etwa die Verstärkung? Nee. Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Okay. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus, wenn ich mir so sein Gesicht angucke. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Ja, das klingt interessant. Ich vermute mal, dass er mir irgendwie durch den Handelsausweis helfen kann. Wie kannst du mir helfen, in den Hort zu kommen? Ich hätte einen weiteren Händlerausweis für dich. Mit dem lässt Xander dich auf jeden Fall in den Hort. Also, wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, ich würde sagen, das klingt vernünftig. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Alles klar. Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. So, ich befürchte, dass ich dafür viel zu schwach bin. Trotzdem, Jagdverlust war es nicht, oder? Nee. Jäger und Sammler, als Gegenleistung. Levin ist ein Händler, blablabla, als Gegenleistung, genau. Wir gucken einfach, vielleicht kann ich es einfach mitnehmen, so gesehen. Und abhauen. Erstmal speichern wir kurz, wobei ich glaube, es hatte eben automatisch gespeichert. So. Holy shit, da vorne steht ein kaputter Panzer. Wie gesagt, also ich schätze, dass ich für die Monster selbst zu schwach sein werde. Mein Problem ist einfach, um bei den Berserkern aufgenommen zu werden, muss ich einfach so viel machen, dass ich da ein bisschen ratlos bin, wie ich das anständig bewerkstelligen soll. Das ist kein Turmkopf drüber. Mir wird generell nichts dazu angezeigt. Ach komm, Mann, die kommt echt alle auf einmal. Das finde ich ja scheiße. Ja, und ihr seid doch Totenkopf. Okay. Könnt ihr wieder spucken oder? Aua. Oh. Moment mal, da stand eben wer. Mal gucken, ob ich mir den irgendwie nützlich mache. Ob ich den benutzen kann, dass ich an die Waren komme. Die Dinger sind Level Totenkopf. Aber wenn ich irgendwen habe, der mir dabei hilft, oder den ich zumindest ausnutzen kann, sage ich jetzt einfach mal, wird ja zumindest die Chance bestehen. So, bist du freundlich oder bist du feindlich? Du bist freundlich. Hör mal, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und Abmarsch. Ich war einfach nur, um's zu versuchen. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Okay. So, aber ich werde tatsächlich mal schauen, was passiert. Wenn ich
hier hinziehe. Shorty, da kommt gleich was. Wow! Jetzt die Frage, helfe ich ihm? Ich habe keine Ahnung, wie... Wow, 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 wow. Ich weiß halt nicht mal, ob er es schafft. Deswegen bin ich gerade eher auf dem Trichter. Fuck it. Warum ist denn hier noch ein Viech? Das ist schlecht. Da habe ich das Ding... Hallo? Alter, warum ist denn hier die Straße so kaputt? Brenne. Ich habe die Vorratskiste immer noch nicht. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis darum. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch das Problem. Ich weiß nicht. Ja, shit. Okay. Aber das ist, glaube ich, eine Taktik. Ich werde es tatsächlich jetzt gerade einmal versuchen, indem ich einfach nur da durchrenne und versuche, die Dinger mitzunehmen. Und dann gucken wir mal, ob das hilft. Vielleicht, dann muss ich den einen Kerl da vielleicht gar nicht unbedingt killen. Weil ich glaube, so schnell wie die Viecher wieder da waren, haben die beiden sich um ihn gekümmert. Vielleicht genau da stehen. Okay, wir machen mal einen Versuch, einfach durchlaufen. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Und rennen. Ein bisschen zickzack laufen. Weil die mir mit Sicherheit Feuer hinterher spucken. Oh fuck, ich bin keine Ausdauer mehr. Ich muss vor allem aufpassen, dass die eben nicht meinen Händler da oben gleich killen. Das heißt, bevor ich zu dem Händler gehe, muss ich mal eben die Viecher loswerden. Ja. Jetzt ist die Frage, ob die noch um das Ding drum rumlaufen oder nicht. Kommt schon. Jungs! Kann ich euer Ernst... Ach, okay. So, bevor ich denen jetzt wieder in die Hände laufe, porte ich mich jetzt hier hin. Und laufe zurück. Da war doch gar nicht mal schlecht. Ich denke, ich habe deine Waren gefunden. Wirklich? Ja. Hier, sind sie das? Ja, das sind sie. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt auch etwas verkaufen. Und wie versprochen, deine Belohnung. Was möchtest du haben? Ich möchte einfach bezahlt werden. Ich möchte ein paar deiner Waren haben, die ich dir gebracht habe. Nö, ich will gerne den Händlerausweis haben. Gib mir den Händlerausweis, damit ich den Hort der Kleriker betreten kann. Nichts lieber als das. Viel Spaß damit. Wir sehen uns im Hort. 100 Erfahrung bringt das. Holy shit. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Das ist nicht so viel. So, hat er irgendwas an... Hat Handgranaten. Oh, komm, bitte nicht. Da unten steht dieses Viech. Ich möchte jetzt weder kämpfen noch sonst was. Nee, Moment. Ende. Du wagst das! Okay, das Viech. Das war ein bisschen meine Hoffnung, dass das Viech da mithilft. Was macht das hier eigentlich? Macht das hier irgendwas? Dann konnte ich irgendwas drücken, oder? Kann ich mit dir reden? Nee. Okay. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Er kann jetzt hier wieder reingehen, er kann Sachen verkaufen und ich komme hier jetzt auch rein. Meine Quest ist ja auf jeden Fall, dass ich Bericht erstatten soll. Dafür muss ich hier rein und werde vermutlich irgendetwas hier drin erledigen müssen. Vor allem fällt mir gerade mal ein. Edan. Aufbruch in ferne Länder. So, das eine Ding liegt vor mir.
So, ich hoffe mal... Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Ich hoffe einfach mal, dass er mir jetzt keinen gefälschten Schrott angedreht hat. Ich habe einen Händlerausweis. Lass mich durch. Du? Wo hast du den denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dann zeig mal her. Hm, sieht okay aus. Na gut, du darfst rein. Ich werde den Ausweis allerdings noch bei mir behalten. Es gehört zum Standardprozedere, dass jeder neue Passierschein genau überprüft wird. Wenn ich das getan habe und es keine Probleme gab, bekommst du ihn wieder. Oh Gott, soll ich fragen? Ich will... Nee. Alles klar. Gut, dann lass mich dir erstmal die Regeln unseres Lagers erklären. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elexid-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Okay. Fragen wir jetzt hier nach irgendwelchen Leuten, ja komm. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Klingt relativ simpel. Ich will gar nicht meine Verteidigung. Ich will meinen Angriff verbessern. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Na toll, ich hätte jetzt gerne gefragt, wo ich meinen Angriff verbessern kann. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Okay, so, ich habe leider reines Elex dabei. Bin ich jedenfalls der Meinung. Ich hoffe mal, dass das nicht auffällt. So. Bin doch sehr gespannt. Also mein Punkt ist eigentlich hier. Nice. Okay. Wasser kaufen, Energie kaufen. Okay. Was? Ich hab doch... Fuck. Hab ich alte Münzen? Moment, wo hab ich denn alte Münzen? Hab ich alte Münzen? Alte Münzen? Ich habe 6 alte Münzen. Nice. Okay, aber eigentlich hatte ich... Ach nein, scheiße. Ich hatte auf da... Nee, ich habe auf Eingabe geklickt. Okay. Und kleinen Heiltrank. Oh, die haben für 4 alte Münzen einen kleinen Heiltrank. Ich glaube, das war gar nicht mal so gut. Wenn man jetzt so nah im Nachhinein... So... Müsste jetzt eigentlich eine Stadt haben. Genau, der Punkt ist weg. Kann ich theoretisch die Stadt noch? Und das andere ist hier unten. Ich kann mich natürlich jetzt hier trotzdem noch mal kurz umgucken. Ob ich hier noch irgendwas finde. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das tut. Aber, naja. Oh, das scheint das Schlafgemach von irgendwem zu sein. Ah, nee, ich werde auch hier jetzt nicht irgendwen beklauen. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht.
Wobei ich trotzdem eigentlich echt gerne wissen würde, ob hier irgendjemand ist, der mir hier vielleicht Kämpfen beibringen könnte. Auf der anderen Seite... Naja. Wisst ihr was, wir porten uns jetzt einfach raus. Wir haben das gemacht, was wir erreichen wollten. Und theoretisch müssten wir ja immer wieder reingehen können. Dann porte ich mich jetzt erst nochmal hier zum Relikt. Und wir reden gerade nochmal mit den Kerlen hier am Eingang. Aber nur um zu schauen, ob die mir sagen können, wie ich in die Stadt reinkomme. So, wie gesagt, da weiß ich, dass die hier stehen. Weil das war, wie gesagt, der Beta-Teil. Also das hier hat man auf der Gamescom in der Beta gespielt. Oh, ein Truhenschlüssel. Das hier so steht, nehme ich auf jeden Fall auch mit. Also, wer seine Sachen hier so achtlos hinstellt, ist selbst schuld. Hier steht auch nichts mit irgendwie, darf man nicht, von daher ist das alles gut, meiner Meinung nach. Wenn da jetzt einer von denen hier gestanden hätte, von den Banditen, dann wäre es wieder was anderes gewesen. Das glaube ich ja nicht. Das sind Outlaws. Hunter? Sei Hunter lieber sieht still. Nach einem Namen aus, oder? Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ach ja, Fangen wir doch einfach mal damit an. Ich bin auf der Suche nach einer starken Waffe. Wieso? Reicht dir dein Zeug nicht? Sie ist nicht für mich. Wenn du sie nicht aus Eigennutz haben willst, witterst du bestimmt ein Geschäft. Und wenn ich meinen Teil dazu beitrage, springt sicher auch etwas für mich dabei heraus. Du verkaufst mir also eine. Natürlich, es spricht ja nichts dagegen. Okay. Erstmal machen wir den Rest, bevor wir mit ihm handeln. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Okay. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Ja, ich würde sagen, das ist mir eigentlich egal, weil ich kann mich im Zweifel supporten. Das ist mir egal. Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Okay. Wer ist Cooper? Cooper? Das ist, ja, sagen wir, ein Bekannter von mir. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Boah. Wollen wir es versuchen? Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Okay, so, gucken wir nochmal, wie der Waffe. Eine Waffe. Sicher, wenn du die Splitter dabei hast. Ach, ist das tatsächlich... Das ist wahrscheinlich einfach echt nur die Waffe von ihm unten. Hier hast du die Splitter. Und hier hast du einen Schlüssel. Was soll ich mit einem Schlüssel? Das wirst du sehen, wenn du meine Kiste öffnest. Du wirst nicht enttäuscht sein. Okay. Elex, sagst du? Wo ist seine Kiste? Ist die hier drin? Bist du dir da wirklich sicher? Wer bist du? Hast du einen Namen? Nee, du bist auch nur ein Outlaw. Hunters Truhe.
Instand gesetzter Granatwerfer. Alles klar. Ja, alles andere lassen wir tatsächlich auch drin. Wir wollen hier nichts klauen. Ich spreche ihn nochmal an. Leise. Mal kurz gucken, was er sagt. Ob ihm das aufgefallen ist. Wie soll das alles bloß enden? Alles klar. Okay. Er redet jetzt tatsächlich schon nicht mehr mit mir. Nein, so, ich habe jetzt gerade die komische Waffe gefunden. Ich muss nochmal kurz weg. Das nervt. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Hier wird man dauernd angebaggert. Der fehlende Mann. Torga möchte, dass ich mich beim Hof in der Nähe der Kuppelstadt nach Rock umschaue. Er wird. Genau, eigentlich ging das hier um Rock. Nee, das war's nicht. Wie soll das alles bloß enden? Haben wir das noch irgendwo? Nee. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Interessant. Wo habe ich denn hier die Mission mit Rock? Die hatte ich doch angenommen. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Doch, hier. Genau, ihm soll ich die Waffe bringen. Wie soll das könnte ich jetzt machen. Oder aber ich gucke mir mal gerade hier, so eine irre wo Ziege. Muss ich dafür hin? Da ganz in den Norden. Dann porte ich mich erstmal kurz noch hier hin und würde sagen, dass ich mir das andere fürs nächste Mal ausspare. Ich bringe Rock jetzt mal noch eben die Waffe vorbei. Mal gucken, ob er da irgendwas Belohnungstechnisches hat, beziehungsweise wie wir da seine Quest noch vorantreiben. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Erstmal. Diese Waffe sollte deinen Ansprüchen genügen. Holla, mit dem Teil kann ich ja sogar Berge ebnen. Das ist genau das Kaliber, das mir vorschwebte. Der Typ, der jetzt Ärger mit mir sucht, bereut es ganz schnell. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber naja. Wie viel Rationen Trockenfleisch brauchst du? Ich denke, ein halbes Dutzend reicht aus. Will mir ja nicht das Fleisch von den Knochen nagen müssen. Wie viel Wasser benötigst du? Bring mir 8 volle Flaschen. Damit komme ich eine Zeit lang hin. Alkohol lassen wir lieber. Ich brauche einen klaren Verstand, wenn ich auf dem Weg bleiben will. Okay. Ich hoffe, die Lauferei macht sich für mich bezahlt. Die Berserker haben mir genügend Splitter mitgegeben. Wenn du deine Sache gut machst, überlasse ich sie dir. Eine Hand wäscht die andere. So. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Nee, das wollen wir nicht machen. Habe ich jetzt nicht... Moment. Habe ich kein Trockenfleisch? Eigentlich hatte ich doch Trockenfleisch, oder? Nee, ich habe gebratenes Fleisch, rohes Fleisch. Wie kann ich denn... Wo bekomme ich denn Trockenfleisch her? Wasser habe ich, glaube ich, gar... Doch hier. Da habe ich zumindest ein bisschen... Und Wasser habe ich auch 3 Flaschen. Wasser wollte aber 8 Flaschen haben. Okay, also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann tatsächlich mal das hier oben an. Da gucken wir uns mal an, was hier so abgeht. Für jetzt sind wir erstmal am Ende angekommen. Ich denke, dass in die Stadt reinkommen war schon mal so der erste Punkt. Das war schon mal ganz gut. Wenn wir jetzt noch in die Stadt hier reinkommen, haben wir zumindest die Aufgabe schon mal erfüllt. Dann können wir nach Goliath zurück. Haben die Aufgabe von Ragnar erfüllt. Und dann... Nähern wir uns hoffentlich der Aufnahme mal, dass wir irgendwann auch mal bessere Waffen und Rüstung und so weiter so schon bekommen, ohne dass wir dafür 1000 Splitter ausgeben müssen. Bei euch bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, würde mich natürlich über einen Daumen freuen und ja, beim nächsten Mal geht's dann an dieser Stelle hier weiter. Bis dahin, haut rein!